So, Deli, sind wir schon wieder live oder nicht? Mein Facebook wird es verraten in ein paar Sekunden, wenn ich ja etwa 20 Sekunden später jeweils sollte der Bildschirm aufgehen. Es ist soweit, wir sind live. Herzlich willkommen zur neuesten echten Tagesschau. Ich hoffe, man sieht das Bild. Ich sehe leider kein Bild. Muss ich das nochmal refreshen, um sicher zu sein, dass wir hier nichts falsch machen. Jetzt vielleicht Play drücken und es geht los. Ja, ich denke, es geht gleich los in ein paar Sekunden. Im Moment ist alles noch schwarz. Aber das wird sich wahrscheinlich in ein paar Sekunden geändert haben. Heute war ein schöner Tag. Ich habe trainiert an einem verbotenen Ort, zu zweit und dann zu dritt und an einem geheimen Ort, aber unter Einhaltung dieser ominösen Distanzregel auf jeden Fall. Aber es hat mir gut getan. Genau, ich bin definitiv live. Wunderbar, dann geht es jetzt also los. Wir legen gleich los mit dem besten News des Tages. Und zwar das hier. Hunderte Menschen demonstrieren in Stuttgart für Grundrechte. Wunderbar. Und das ist, man wird jetzt halt wieder das Spiegel-Narrativ finden. Sogar in einem läppischen Kurzbericht schafft es Spiegel nicht noch, noch einen Spin reinzudrehen, der dem Mainstream-Narrativ und dem Spiegel-Narrativ voll entspricht. Das zeige ich euch gleich. Trotz eines Verbots von Demonstrationen haben sich in Berlin einige hundert Menschen versammelt, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren. Sie trafen sich am Nachmittag auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne. Gegen 15 Uhr sperrte die Polizei die Straßen zum Platz ab. Einige hundert weitere Demonstranten mussten vor den Absperrgittern warten. Die Polizei fordert diese Menschen auf, den Ort zu verlassen, weil derartige Versammlungen nicht erlaubt seien. Was eine schwierige Behauptung ist. Und jetzt, die Protestierer waren eine Mischung aus verschiedenen politischen Strömungen. Unter ihnen, und jetzt fängt es an, waren bekannte Rechtspopulisten, AfD-Politiker, Verschwörungstheoretiker. Also anscheinend können sie den Leuten auch in den Kopf hineinschauen. Oder vielleicht hatten sie nur eine Tafel nach oben gehalten gegen das WHO. Und das gilt dann wahrscheinlich schon als Verschwörungstheoretiker. Aber sei es drum. Aber auch sehr viele Menschen ohne deutlich erkennbare politische Ausrichtung. Aha. Vielleicht sind es einfach ganz normale Menschen, die ganz normal denken und nicht dem Paniknarrativ verfallen sind. Das wäre vielleicht eine Option, gell? Dann wären sie eben doch nicht ganz normale Menschen, weil die Norm ist hier heutzutage ja, dass man in voller Panik sich befindet. Ich hoffe, man kann mich hören, sonst hätte ich wahrscheinlich mittlerweile eine negative Antwort. Genau, und sehen dich sehr gut. Dann gehen wir weiter. Die Polizei war mit knapp 200 Menschen im Einsatz. Mit 200 Menschen, nicht 200 Mann, ja, das ist Spiegel, weil halt auch Frauen dabei sind. Schon an den vergangenen vier Samstagen hatten sich Demonstranten versammelt. Gut. Auch in Stuttgart demonstrierten hunderte Menschen gegen eine Einschränkung der Grundrechte. Zwischen 350 und 500 Menschen versammelten sich dabei auf dem Stuttgarter Schlossplatz, wie die Stadt und die Polizei übereinstimmend berichteten. Die Demonstration fand bereits zum dritten Mal statt. Nach einem ersten Verbot der Stadt hatte die Initiative vor einer Woche trotzdem demonstrieren dürfen, weil das Bundesverfassungsgericht einem Eilantrag gegen das Verbot stattgegeben hat. Also, man sieht also, unsere letzte Hoffnung sind die Gerichte, die hoffentlich nicht der Panik verfallen. Und genau, apropos Gerichte, wir müssen wirklich auf die Gerichte hoffen, weil auch, habe ich das jetzt schon offen, die Seite, Genau, Freiheit und Gesundheit sind nur mit Vernunft vereinbart. Dieser Text findet sich auf der Seite von... Übrigens, die Demonstrationen können jetzt natürlich exponentiell wachsen, so wie Corona. Aber wie Corona wird sie irgendwann abflachen, bevor die Superapokalypse passiert ist. Aber wir können schon Hoffnung haben, dass in Deutschland zumindest es jetzt richtig losgeht. Weil wenn es jetzt 500 Leute sind, können es nächste Woche 5.000 sein, dann können es 50.000 sein.
Und dann will ich dann sehen, wie die Polizei dagegen etwas unternehmen will. Und was mir besonders Freude gemacht hat, während sie am Anfang ja noch getrennt gestanden sind, ich muss ja schauen, ob man das noch sieht hier, ich habe ein Bild gesehen, da ist also nichts mehr von wegen Abstand. Die stehen einfach dicht an dicht gedrängt. Es sind schon so viele, dass sie das nicht mehr verhindern können. Und sie sind halt fürs Grundgesetz. Ist eine altmodische Idee in Deutschland dieser Tage. Für Frau Merkel wahrscheinlich schwer zu fassen, dass als DDR-Abkömmling, dass sich Leute für das Grundgesetz so stark machen, wo doch im Moment gerade so wahnsinnig viele Leute Grippe haben oder eben nicht, weil die Spitäler sind ja leer. Aber gehen wir jetzt doch wieder, bevor wir da zu populistisch werden, wieder hinein in die Fakten. Freiheit und Gesundheit sind nur mit Vernunft vereinbar. In den letzten Monaten erleben wir vermehrt Übergriffe auf unsere grundgesetzlich gesicherten Freiheits- und Persönlichkeitsrechte. Gesundheitsschutz und persönliche Freiheit sind vereinbar, wenn nicht Angst, sondern Vernunft die öffentliche Diskussion leitet. Wenn wir spüren, dass Politik und Medien hier versagen, bleibt uns das Verfassungsgericht. Es kann nur nützen, wenn die derzeit schweren Eingriffe in unsere Freiheiten durch dafür vorgesehene Instrumente unseres Rechtsstaats auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Deshalb bedanke ich mich bei der Rechtsanwältin Frau Beate Bahner und allen, die helfen, eine solche Klärung mutig herbeizuführen. Wie gesagt, ich habe auch einen Brief erhalten von einem Anwalt, aber ich muss das noch richtig aufbereiten, damit das dann auch gute Wirkung hat. Es macht keinen Sinn, dass ich einfach etwas ungeschnitten vorlese, das am Schluss dann nur langweilt. Aber ich habe heute Morgen, bin ich aufgewacht mit einem der schönsten Kommentare, die ich bis jetzt im Zusammenhang mit Corona erhalten habe. Ich habe noch nicht grünes Licht erhalten für die Publikation, aber weil ich es ganz anonymisiert vorlesen werde, erlaube ich es mir trotzdem zu tun, zumal der Verfasser 97% mit mir einig geht. Ich habe ihn schon angefragt, was die fehlenden 3% sind, weil es ja auch mein Interesse ist, allfällige Fehlschlüsse oder Denkfehler, die ich mache, zu hinterfragen und zu durchschauen und dann auch zu korrigieren, wenn es nötig ist. Der Unterschied zur üblichen Tagesschau. So, und ich möchte gerne vorlesen, was er geschrieben hat. Ich lasse ein paar Jahreszahlen weg, damit man daraus nicht ableiten kann, wie alt die Person ist, damit damit es wirklich gewahrt ist, ihre Anonymität. Sehr geehrter Herr Stricker, herzlichen Dank für Ihre Beiträge zu Corona. Und jetzt, was ganz wichtig ist, er hat geantwortet auf das Video, das ich gestern publiziert habe, wo ich im Autofahren war, wo ich es nicht verstehen konnte, wie engstirnig oder was für einen Tunnelblick sogar Ärzte am Kantonsspital haben, weil ich war ja dort auf der Notfallstation und da hatte ich noch die Gelegenheit zu fragen. Übrigens, mir geht es gut, keine Sorge um mich. Ich habe nur gedacht, ich hätte auch am Montag einen Termin gehabt, aber weil das Spital Frauenfeld 1 Million Franken Verluste schreibt pro Tag, weil alle nur faul rumsitzen, habe ich gedacht, warum soll ich nicht den Wartesaal, warum soll ich nicht den Notfall des Spitales beanspruchen, obwohl ich nichts wirklich Dringendes hatte. Also es war schon dringend genug, um es abzuklären. Also es ist nicht so, dass ich das nur zum Spaß gemacht habe, aber es hat so schnell entpuppt, dass es etwas Harmloses ist. Übrigens, ich musste dann eine Maske nehmen und ich war so dicht dran, wieder zu gehen, weil ich gedacht habe, eine Maske ziehe ich mir nicht über. Und ich werde mir auch keine, also ich werde, was es geht, verhindern, jemals wieder eine Maske überstreifen zu müssen. Und zwar nicht drum, weil, und zwar ganz einfach darum, das hat mich jemand schön formuliert, das sei eine Unterwerfungsgeste. Und ich kann das bestätigen, diesen Begriff Unterwerfungsgeste habe ich erst gehört, nachdem ich das gemacht habe. Aber da kommt man rein mit diesem Schutz. Und eigentlich anerkennt man mit diesem Schutz ja bereits diese ganze Panik. Man unterwirft sich dieser Panik, so ja man unterwirft sich einfach einem Ritual, dessen Nutzen überhaupt nicht geklärt ist. Also es ist gar nicht sicher, ob Masken mehr nützen oder schaden. Sie gehen die Meinung und Meinung auseinander. Aber ich habe dann gedacht, es ist ein Spital, es geht hier nicht um Politik, ich mache jetzt das. Und dann habe ich mich angemeldet dort und dann haben sie gesagt, ich könne im Warteraum Platz nehmen, wo keine Sau war. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt kann ich die Maske abnehmen. Dann sagt, nein, unbedingt auflassen. Und so habe ich also etwa 30 Minuten, es war niemand da, niemand, aber man muss 30 Minuten warten im Notfall, obwohl niemand da ist. Auch während der, ja, ich habe auch später keinen Patienten gesehen, bin ich also in diesem Wartesaal gesessen und ich hatte dann mir zum Spaß 30 Minuten lang habe ich da in diese Maske geatmet und ich kann euch versprechen,
gesund und toll ist das nicht. Es gibt einen Grund übrigens, dass die Schweizer Busfahrer, denen ist es verboten, Maske zu tragen. Und ich weiß auch warum, wenn man diese Maske eine Zeit lang aufhat, man kriegt wie ein bisschen Luftmangel, weil man das CO2, das man ausstößt, wieder mit einatmet. Man hat so wie ein kleines Sauerstoffdefizit, das steigt aufs Hirn. Ja, und es gibt auch Studien von 2005, die den Herstellern damals dringend darum gebeten haben, die Masken zu verbessern, damit eben auch die Chirurgen, die Eingriffe vornehmen müssen, genug Atemluft bekommen. Weil wenn die da nicht ganz klar ticken im Kopf, ist es für den Patienten wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. Wie dem auch sei, ich habe dieses Maskenerlebnis gehabt und als kam eine Putzfrau rein, also eine Putzperson, muss man heute sagen, und die hat ein bisschen aufgeräumt und man hat sich richtig geschämt mit dieser Maske. Also für mich ist es klar, für mich gibt es nur noch die Masken, die ich bestellt habe oder keine Maske. Und wenn ich die Milch über Amazon bestellen muss oder jemanden schicken muss, dann mache ich das. Ich werde keine Maske mehr tragen. Fuck the system. So, und jetzt aber zum Brief. Und wie gesagt, es ist ein Psychiater. Psychiater heißt, er hat eine medizinische Grundausbildung und dann eine Weiterbildung gemacht in Psychologie. Ist also nicht nur ein Psychologe. Der Mann hier, jetzt habe ich schon verraten, dass er ein Mann ist, der Mann hier hat richtig Ahnung. Herzlichen Dank für Ihre Beiträge zu Corona. Bei den Ärzten ist es eine Mischung aus Nichtwissen, Nichtdenken und ängstlichem, sich wichtig machendem Herdentrieb. Ich werde das schon ein bisschen einblenden, damit ihr das seht, ich kann es nicht einblenden, wegen der Jahreszahlen, Entschuldigung. Er schreibt gewisse Dinge in Klammern. Da ich medizinisches Staatsexamen in diesem Jahr, baba, schon als Kind immer das Glück hatte, mir die Dinge sehr gut merken zu können, konnte ich bis heute mit meinem Wissen durch die Corona-Krise durchkommen, ohne etwas zusätzlich nachschlagen zu müssen. Denn ich konnte schon je meine Kraft auch immer aufs Denken legen, weil ich mich nicht oder nur wenig mit Pauken zudröhnen musste. Alles, was wir im Grundstudium lernten, Jahreszahlen, ist auch heute noch gültig. Man weiß es einfach ein bisschen detaillierter, wie alles funktioniert. Es ist so, dass man ab dem vierten, spätestens ab dem fünften Studienjahr in der Praxis des Spitalalltags aus Feigheit, Beeinflussung durch Big Pharma, Angst vor der Endlichkeit des Daseins, aus Angst vor den Angehörigen und aus Angst vor Rechtsanwälten nur allzu oft fast schon das Gegenteil eingebläuter hält, während eine Omerta herrscht. Omerta schweigend in Mafia-Kreisen. Auch aus diesen Gründen ging ich in die Praxis. Mein Interesse am Körperlichen des Menschen hielt ich aufrecht, unter anderem während der Wiederholungskurse, während 13 Jahren, als Militärarzt. Daneben wollte ich immer den Körper und die Seele zusammenbringen bzw. problemlos korrelieren können, auch die Zusammenhänge begründen können, Klammer Psychosomatik, wozu man doch einigermaßen detaillierte Kenntnisse der Biochemie, der Physiologie, der Anatomie benötigt. Das war mir das Anliegen als künftiger Psychiater. Meine ärztlichen Freunde, die ich aus Weiterbildungszeiten habe, denken wie ich und sie und wie sie über Corona. Nicht jeder äußert sich so pointiert wie ich. Von den niedergelassenen Ärzten denken wahrscheinlich die meisten so wie ich. Meine Mails an diverse Institutionen blieben unbeantwortet. Vom BAG und vom SRF bekam ich nur Standardantworten. Danke für Ihre, Sie verstehen, dass wir im Moment und so weiter. Ich bin nur Psychiater, zudem nicht aktiv nach standespolitischen Positionen drängend. Deshalb zählt meine Stimme der Vernunft oder meine Stimme der Vernunft nicht. Die vielen älteren Kollegen, Klammern Babyboomer, haben sich bereits in die Bequemlichkeit der Unauffälligkeit geflüchtet. Viele noch mit der Achtungsstellung der Armee 61 im Körper, viele bereits mit der Angst vor dem Alter im Körper und in der Seele, Klammer, statt mit dem Gefühl des altermäßigen Befreitseins. Schön geschrieben, nicht wahr? Letzthin hat sogar Drosten sich daran erinnert, dass es Kreuztoleranzen und eine Hintergrundimmunität gäbe. Das ist ihm zuvor nicht in den Sinn gekommen. Er muss es wohl vergessen haben. Jetzt scheint er sich retten zu wollen mit diesen Ausreden. Die Ursachen für die Todesfälle in Italien und Spanien, New York und so weiter sind bereits weitgehend klar. Die Ursachen für die aktuellen Toten in Schweden sind auch bereits klar. Klammer, es gibt soziologische und andere Gründe, welche ich Ihnen gerne mitteile. Unter anderem vorrangig gesunde Lebensführung mit genügend Vitaminen im Norden
Und dann Klammer, für zugewanderte Leute mit dunklem Teint besonders schwierig, weil das hat nicht er mir gesagt, also da habe ich eine andere Quelle. Anscheinend im hohen Norden, wo die Sonneneinstrahlung geringer ist, wenn man eine dunkle Hautfarbe hat, dann fehlt einem noch mehr das Vitamin D, weil halt mehr vom Sonnenlicht, weniger vom Sonnenlicht absorbiert wird. Und das kann eben Defizite geben, die auch gefährlich sein können. Und darum sollte man da, sollten diese Leute wahrscheinlich noch zusätzlich Vitamin D nehmen. Habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Und sagt er, es gibt zudem medizinische und politische, ökonomische Gründe und Gründe der Ressourcenallokation. Ihre übrigen Überlegungen kann ich zu gefühlt 97% teilen. Aus rechtsstaatlicher, medialer, psychiatrischer, soziologischer, politischer, ökonomischer und vor allem in Großbuchstaben menschlicher Sicht. Besonders die Erniedrigung der Wanderer ist mir auch schon aufgefallen. Aus der Praxis kann ich Ihnen bestätigen, dass häusliche Gewalt, Verzweiflung, Enge, Suizidalität, ökonomische Verzweiflung, Unbeschultheit der Kinder und so weiter und so fort rapide zunehmen. Ich danke Ihnen nochmals für Ihren Einsatz. Es waren und sind zu allen Zeiten immer nur wenige, welche die Vernunft hochhalten. Gerade gestern habe ich mich wieder mal über die 40er Jahre in der Schweiz informiert. Klammer, wie wenige beim Gotthardbund, bei der Aktion Nationaler Widerstand, beim Offiziersbund waren, welche wichtige Funktion diese Leute aber hatten. Also es waren nur sehr wenige Leute beim Widerstand dabei und eben die hatten eine sehr wichtige Funktion. Und ich wünsche Ihnen herzlich einen schönen Tag. Was für eine tolle, tolle Nachricht. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich freue mich über alle Zuschriften, aber wenn jemand sich die Zeit nimmt, so ausführlich und so pointiert, und da hat man gemerkt, da ist da viel Arbeit drin. Also auch wenn er anscheinend ein Kind der Leichtigkeit war und schnell lernt und es ihm wahrscheinlich leicht fällt zu schreiben. Ich bin ja selber des Schreibens relativ gut mächtig und trotzdem, wenn ich weiß, was hinter so einem Brief steckt, da ist viel Konzentration und viel Aufmerksamkeit dahinter, bis es so perfekt formuliert ist. Und das soll Hoffnung sein für uns alle, oder? Als ich noch in den Freidenkern unterwegs war, da war man halt auch in einer Art Bubble, man hat da knapp 2000 Mitglieder und dann trifft man sich manchmal, ein paar Dutzend der Sektionsvorstände haben sich getroffen und das waren die allermeisten wirklich tolle Leute, das kann ich wirklich sagen. Das waren neugierig und ehrlich Suchende und die haben eben die Kirche zum Beispiel sehr kritisch hinterfragt und ich habe einfach gemerkt, eben ich möchte es nochmals erwähnen, dass es ein Stück weit halt auch gratis mutig ist und es nicht besonders viel intellektuelle Geisteskraft braucht oder intellektuelle Kraft braucht, dass man eine Meinung vertritt, die eigentlich zumindest insgeheim bereits eine Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen nachvollziehen kann. Auch wenn noch eine Mehrheit im Moment in den Kirchen aktiv sind, es hat sehr viele, die aus Faulheit nicht ausgetreten sind und viele glauben an irgendeine Art von Gott, aber nicht an jedes Wort, was irgendein Papst irgendwo von sich gibt. Also es ist da relativ gratismutig, da unterwegs zu sein, obwohl ich dort auch geschafft habe, ein paar Morddrohungen zu bekommen, aber das ist ja nicht ernst zu nehmen. Die Morddrohungen hier übrigens auch nicht. Und das ist, hier gab es fast keine Morddrohungen, sondern nur einfach Pöbeleien und die waren einfach von anonymer Natur, wie man es von Social Media kennt. Da möchte ich mich gar nicht beklagen, das gehört dazu, wenn man das macht. Und ich muss auch sagen, mittlerweile die guten Nachrichten überwiegen. Also mittlerweile würde ich sagen, bin ich selber wahrscheinlich ein bisschen in Gefahr, in einer Bubble zu sein. Mittlerweile sind etwa 95%, würde ich sagen, der Rückmeldungen positiv. Nicht, weil die anderen haben vielleicht ein bisschen nachgelassen, aber ich würde vor allem sagen, die Positiven haben zugenommen. Und ich merke auch mit einer gewissen Traurigkeit, dass ich zwar viel mehr Likes auf Facebook habe als früher. Also mittlerweile, wenn ich was poste, habe ich Dutzende Likes und früher waren das 2 bis 4. Aber die 2 bis 4, die ich früher hatte, die sehe ich nicht mehr. Und also überhaupt die Leute, mit denen ich früher bei Facebook ein bisschen tätig war, die sind ziemlich aus meinem Dunstkreis verschwunden. Ich sehe es auch ein bisschen als Zeichen des Respekts von deren Seite oder vielleicht haben sie einfach auch keine Lust, sich mit mir auseinanderzusetzen, weil sie wissen, dass ich eine streitbare Person bin, was mir hier in diesem Fall sicher zu Hilfe kommt. Und ich muss sagen, das erlaube ich mir jetzt öffentlich zu sagen, heute Morgen, als ich diese Mail gelesen habe, war ich zum ersten Mal richtig stolz. Weil ja, ich habe ja meine Meinung auch geändert während dem ganzen Corona-Konflikt. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es sei eine normale Grippe.
Und dann habe ich einen Meinungswandel vollzogen, weil eben auch ein Humanist und Rechtsanwalt mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es keine Grippe sei, nicht aus medizinischer, nicht aus mathematischer, nicht aus irgendwelcher Sicht. Und darum hat er mir das eben erklärt, dass die Grippe 3 bis 5 Mal weniger ansteckend ist und dass die Sterberate hoch ist und so. Und ich hatte das ein bisschen nachgeforscht. Die damaligen Quellen haben nicht mehr hergegeben und ich habe dann gedacht, stimmt, ich habe ihm auch geschrieben, du hast recht, ich habe meine Meinung geändert und er war dann ganz stolz, dass er mich überzeugt hat. Und ich denke, es ist eben auch ein Zeichen von Größe, dass man seine Meinung ändern kann. Es ist nicht ein Zeichen von Größe, an etwas festzuhalten. In der Politik gilt man als Flip-Flopper, wenn man seine Meinung ändert und verliert absurderweise an Glaubwürdigkeit. Es sollte ja genau umgekehrt sein, dass Leute, die in der Lage sind, eine Situation neu zu überdenken und zu einem neuen Schlüssen zu kommen, das sollten eigentlich die Politiker sein, denen man vertraut. Weil sie nicht einfach einer Ideologie oder einem Dogma folgen, in einer Partei, sondern offenbar disagreeable sind und in der Lage und willens sind, gewisse Standpunkte, die sie selber vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten haben, kritisch zu hinterfragen. Und ja, darum habe ich damals meine Meinung also geändert. Und ich habe aber dann eben schon eine Woche oder 10 Tage später habe ich das wieder zurückgeändert, weil ich einfach gemerkt habe, dass das geht so nicht auf. Das ist Panikmache, das war etwa zur Zeit des Shutdowns. Da habe ich einfach gemerkt, dass nichts rechtfertigt diesen Shutdown. Und dann hat er mir dann ein bisschen empört geschrieben, was ich da für einen Post abgesetzt hätte. Und dann habe ich ihm gesagt, ich hätte meine Meinung wieder zurückgeändert und seitdem ist Funkstille. Ja, kann passieren. Und eben ein bisschen traue ich dem nach, weil es hatte auch im Vorstand von den Freidenkern Leute, die ich sehr geschätzt habe und immer noch schätze eigentlich. Nicht alle, aber einige davon schätze ich weiterhin. Alle die halt nicht ad hominem auf mich losgehen, weil ich eine andere Meinung habe. Das ist sowieso die einzige Art von Kritik, die mich einfach nur noch langweilt. Immer auf die Person oder immer, ja, nie auf den Inhalt. Und das ist eigentlich immer die primitivste Form. Und da schreibe ich halt nur noch ad hominem und ein Gen-Emotikon und ich rate euch, dasselbe zu tun, weil das ist einfach nicht wert, dann die Diskussion fortzuführen. Aber wir sind überhaupt noch nicht fertig, ich möchte nicht zu viel über mich reden, aber ich wollte doch sagen, dass ich stolz darauf bin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin wirklich selbstständig denkend. Und ich habe noch vor Corona gesagt, mein höchster Wert in der Gesellschaft für mich, das ist die Freiheit des Individuums. Und gleich Hand in Hand geht es natürlich darum, dass man den anderen Sorge trägt. Aber die Freiheit, die ist mir irgendwie einfach wichtiger. Also wenn ich mein Leben nicht in Freiheit leben kann, dann möchte ich nicht mehr leben. Das kann ich so sagen. Also ja. Erinnert ihr euch, war es Gunter Sachs, dieser Starfotograf, sehr reich, ein Playboy, der auch, glaube ich, mit Brigitte Bardot zusammen war und so weiter. Ein richtiger Lebemann, wie es damals hieß. Der hat sich ja, glaube ich, mit etwa 80 das Leben genommen. Er hat sich selber erschossen, weil er vom Arzt die Diagnose Alzheimer gestellt bekommen hat. Und statt das einfach durchzumachen und dann langsam zu sterben und zu vergessen und dann zu sterben oder Sterbehilfe zu beantragen, hat er sich einfach selber erschossen. Und ich hatte nie eine Meinung von dieser Person. Aber in diesem Moment, wo ich das gelesen habe, habe ich eine positive Meinung gehabt. Ich war vorher hin und her gerissen und habe gesagt, ja, Playboy würde vielleicht selbst so leben, wenn ich hunderte oder zig Millionen hätte, weil er war, glaube ich, aus einer reichen Familie und hat einfach als Fotograf all die Models und so fotografiert. Und ich habe da keine spezielle Meinung gehabt. Aber den Mut, sich selber zu erschießen, das muss ich sagen, Hut ab. Und dann war im Club, glaube ich, im Schweizer Fernsehen, war eine Sendung und da haben sich zwei Teilnehmer, mindestens eine und eine, glaube ich, beigepflichtet, sich massiv darüber empört, dass er sich selber das Leben genommen hat. Nicht, weil er nicht die Sterbehilfe beauftragt hat, sondern weil das ein ganz schlechtes Signal aussende, weil man könne auch mit Alzheimer ein würdevolles Leben führen. Da habe ich gedacht, meine Güte, das ist ihm halt einfach scheißegal, was für ein Exempel er statt wird für die Nachwelt. Es geht einfach nur um ihn. Und ich verstehe jeweils schon auch, wenn die Leute sagen, dass wenn sich jemand vor einen Zug stürzt, warum man sich ausgerechnet vor einen Zug stürzt und einen Zugführer, also einen Lokomotivführer, quasi traumatisiert zurücklässt. Das ist ja wirklich ein Problem und man kann das von einer objektiven, neutralen Warte auch verurteilen. Aber man muss halt sehen, dass wenn sich jemand das Leben nimmt, er einfach nicht wirklich in einer Situation ist,
wo sich sein Leben um irgendetwas anderes dreht als um sich selber. Das ist wahrscheinlich die Definition von Selbstmord. Es geht um sich selbst. Und darum finde ich dann diese moralische Aburteilung von Leuten, die sich das Leben nehmen, das finde ich ziemlich undurchdacht, sage ich mal. Aber jetzt sind wir wieder weg von Corona. Ich habe aber noch mehr Corona-News. Ah, das spare ich mir auf, das eine. Aber ich möchte gerne zwei Zitate vorlesen. Das eine ist, glaube ich, nicht wirklich von Benjamin Franklin. Es wurde ein bisschen adaptiert, damit es auf jede Situation zupasst. Aber es heißt, jene, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen. Es heißt, Wahrheit, um ein bisschen vorübergehende Sicherheit zu gewinnen. Das heißt eben nicht so. Der wird am Ende beides verlieren. Aber eben, da gibt es verschiedene Varianten davon. Aber grundsätzlich heißt es eben, der Preis der Sicherheit, Sicherheit ist nicht jeden Preis wert. Zum Beispiel eben jetzt die Massenüberwachungen im Namen des Terrorismus und so weiter, die Zensurmaßnahmen immer zum Schutz der Bürger oder jetzt eben diese Ausgehverbote, Wanderbeschränkungen oder dass sie jetzt also Parkplätze absperren, damit die Leute nicht wandern können in den Bergen oder dann bei den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht Wandernde nicht mehr einsteigen lassen. Also es gibt jetzt eine Busgesellschaft, die quasi ein Kurzverhör führt mit den Passagieren. Warum wollen sie einsteigen? Und wenn sie Wanderschuhe anhaben, dann werden sie nicht mitgenommen, weil man angeblich dieses Gedränge im Bus verhindern will. Das kann ich ein Stück weit verstehen, aber vielleicht sollte man einfach wieder einen regulären Betrieb aufnehmen mit den Bussen. Oder vielleicht sollte man eben die Parkplätze nicht sperren, damit die Leute spazieren gehen können. Das ist das Absurdeste von allem. Das ist noch absurder als die Waschstraßen, dass man nicht spazieren oder wandern gehen darf. Also mehr Social Distancing als wandern geht nicht. Ich bin von meinem Nächsten wahrscheinlich dauernd mehr entfernt, als wenn ich in Zürich in einer Wohnung sitze. Es ist irre und es ist ein Skandal. Und ich habe mich am Anfang ein bisschen ironisch geäußert, aber es ist nicht ironisch, was wir im Moment erleben. Wir leben in einem Unrechtsstaat, in einem Willkürstaat. Oder ich habe das vielleicht gesehen, als ich das gepostet hatte. Da wurde tatsächlich jemand mit 200 Euro gebüßt. Ein Paar wurde, glaube ich, mit 400 Euro gebüßt, weil sie ein Eis gegessen haben, bevor sie sich 50 Meter vom Eisstand, wo sie es gekauft haben, sich entfernt hatten. Ich möchte es nicht mehr posten, weil ich möchte es nicht mehr einblenden, weil sonst sieht man meine Freunde und so. Und das ist zwar transparent, aber ich möchte nicht jemanden jetzt irgendwie... Das ist auch so etwas. Es ist doch unglaublich, dass ich alle Beiträge und so anonymisiert einspielen muss, weil die Leute verständlicherweise, das ist keine Verurteilung von meiner Seite, Angst haben, sich zu outen. So wie früher Schwule oder Lesben, oder wie, das darf man glaube ich sagen, sich nicht zu outen getraut haben. Da sind wir jetzt angekommen, wenn es um das größte Thema geht, das die ganze Menschheit auf dem Globus beschäftigt. So weit sind wir gekommen, dass man da nicht ehrlich seine Meinung sagen kann, weil man Angst haben muss von der 70%-Mehrheit, die viel lauter ist natürlich, in Grund und Boden geredet zu werden. Dass man als Unternehmer Angst haben muss, Aufträge zu verlieren. Dass man als Mitarbeiter dann tatsächliches Social Distancing erfährt, wenn man es macht. Weil der Bund fordert ja eigentlich nur Physical Distancing, nicht Social Distancing. Ist auch so ein doofes Wort. Aber es ist ja so, eigentlich das Resultat ist vom Physical Distancing, ist, dass wir uns sozial voneinander distanzieren. Und das ist alles die Schuld der Regierungen. Das ist die Schuld der Regierungen, die auf falsche Berater hören, die selber nicht den Mut haben, frei zu denken, eigene Schlüsse zu ziehen und das Leben so zu gestalten und das Leben der anderen Menschen so zu gestalten, wie sie es selber als richtig empfinden. Oder eben sie haben die intellektuelle Kapazität nicht, über ihre Angst hinwegzusteigen, einen mutigen Entscheid zu fällen. Was es auch immer ist, es ist armselig und ich behaupte, es ist eine Straftat. Es ist nicht gedeckt, was da passiert. Es tut mir leid, dass ich gewisse Dinge wiederhole, aber es hat immer wieder neue Zuschauer und ich kann nicht von allen verlangen, dass jetzt die 10 Videos, die ich schon gedreht habe, alle schauen, aber es lohnt sich. Teilt bitte das Video hier und andere, seid mutig, es kippt. Jetzt ist Herr Hayek von Swatch,
der Patriarch dieser Firma, er hat beim Blick ein Interview gegeben, nach meiner Meinung sehr zurückhaltend, aber Roger Köppel hat ihn als jemanden, der Klartext spricht, geoutet. Man muss aber auch sehen, während ich halt ziemlich laut rufen muss und auch mit polemischen Methoden zum Teil arbeite, wie der Bundesrat ins Gefängnis, wobei ich finde, er gehört ins Gefängnis, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ein Hayek muss das nicht machen. Ein Hayek geht zum Blick oder zum Sonntagsblick oder wem auch immer und gibt ein Interview und das findet dann Gehör. Und es wäre wirklich schön, wenn andere Patriarchen oder Matriarchen oder wer auch immer, wenn Stadler Rail zum Beispiel, wenn da der CEO, wie heißt, habe ich gerade den Namen vergessen, wenn all diese großen Namen an die Öffentlichkeit treten würden. Weil es ist klar, es wird kippen. Weil im Moment, ich sage mal, Hayek ist der mutigste von allen. Weil jetzt wird das dann langsam kippen und es ist dann sehr einfach, wie bei der Präsidentschaftskandidatur, auf den Präsidentschaftskandidaten zu setzen, der de facto schon gewonnen hat. Oder dann zu spenden ist einfach. Das Risiko ist ja dann zu spenden, bevor man weiß, wer gewinnen wird. Und so ist es auch bei Hayek, das muss man hoch anrechnen, dass er jetzt den Mund aufgemacht hat und Klartext geredet hat. Er hat gesagt, dass das Verhalten des Bundesrates sei katastrophal, oder? Den Shutdown haben sie gut gemacht, weil das ist einfach reagieren, alles verbieten. Aber jetzt wäre es eben darum gegangen, Hoffnung auszusenden, gute News auszusenden, dass die Leute wieder, weil wenn jetzt der Shutdown endet und immer noch 70% der Leute traumatisiert sind, dann wird es immer noch so sein, dass diese Leute sich kaum nach draußen getrauen und die Wirtschaft wird nicht einfach wieder boomen. Und das Social Distancing wird kein großes Problem sein. Es wird sowieso kein Problem sein, das ist ja eh gegessen. Aber ja, und das ist eben das, wo man Trump immer so lächerlich macht, oder? Trump hat ja immer die Stimmung gut gehalten, oder? Und er sagte wirklich zum Teil faktenwidrige Dinge, das muss man sagen, dass auch wenn man jetzt kein entschlossener Gegner von Trump ist, ich bin ihm gegenüber neutral eingestellt, wie damals bei Bill Clinton. Ich finde, das sind die zwei besten Präsidenten meiner Lebzeiten, weil sie beide keinen Krieg begonnen haben. Aber Donald Trump macht es eben schon richtig, oder? Weil Wirtschaft hängt stark davon ab, was die Leute fühlen. Die Lust auf Konsum geht an, wenn die Leute Vertrauen haben. Und jetzt wird Trump quasi vorgeworfen, er hätte das Problem verharmlost und so, was man auch objektiv gesehen machen kann. Er sagt auch viele dumme Dinge, aber der Punkt, dass er zu optimistisch ist, das ist eine Dummheit. Die Wirtschaft hat in den USA unter Trump massiv geboomt, natürlich wegen den Steuererleichterungen sicher auch weil die Gesamtsituation wahrscheinlich positiv war, aber eben auch, weil Trump es geschafft hat, diese positive Stimmung unter den Unternehmern und unter den Mitarbeitern und den einfachen Leuten auszustrahlen, weil er eben gewisse Dinge gemacht hat, die gerade die Arbeiterschaft auch gefreut hat und sie haben gesehen, da ist jemand, der hinter uns steht. Ob es so ist oder nicht, will ich gar nicht beurteilen, aber es ist immerhin bei den Leuten so angekommen und das hatte dann auch Gewicht. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich das für die nächste Sendung vorbehalten will, aber ich glaube, das können wir noch kurz ansprechen. Es gibt eine Firma, die heißt Korrektiv. Und ich kann das gerne mal einblenden, ohne dass ich da zu viel zeige. Genau, hier ist nichts drauf, was privat ist. Gut. Oder meine Freunde geoutet würden. Korrektiv, da sieht man, die nennt sich Recherchen für die Gesellschaft. Das tönt wahnsinnig. Wie soll ich sagen? Das tönt fast ehrenamtlich, das tönt uneigennützig, das tönt nicht kommerziell orientiert. Aber Korrektiv ist kommerziell orientiert. Das haben sie auch zugegeben, das steht auch in den Statuten versteckt. Aber schaut mal, wie niederträchtig. Hier unten fördern sie unabhängigen Journalismus, aber sie werden von Facebook gezahlt, um Fake News zu entlarven. Wie gut diese Arbeit ist, auf das komme ich gleich zu sprechen. Sehen Sie, jetzt unterstützen und dann sagen Sie, man kann spenden. Investigativ, unabhängig, gemeinnützig, aber es ist eine Firma. Diese Tatsache alleine, sie nennt sich auch korrektiv.org und gibt zwar auch den Eindruck, dass sie eben nicht commercial sei, sondern org. Und die Leute, die da im Vorstand sitzen, das sind alles ehemalige Massenmedienjournalisten und ja, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist korrektiv.org, jetzt unterstützen. Recherchen für die Gesellschaft und mit der Gesellschaft. Also sie treten auf wie das Rote Kreuz und sind einfach ein kommerzorientierter Verein. Das, was wir einfach gesagt haben, dass das an sich eigentlich schon disqualifiziert. Oder
das wäre schon ein Grund, dass man diesen Leuten nichts anvertrauen darf. Ah ja, 10 Euro spenden, ja genau. Das wär, wie heißt er? Der Gründer von Oracle, the founder, Larry Ellison, hat gesagt, es gibt nichts Dümmeres, als dumm zu spenden. Wahrscheinlich gibt es noch Dümmeres, zum Beispiel die Corona-Panik ist noch dümmer, aber es ist wirklich sehr dumm zu spenden, weil man einfach wirklich in die absolut falsche Richtung unterstützt. Wenn man an eine italienische Mafia, die Kinder missbraucht, Geld überweist, ist das nicht unbedingt eine gute Idee. Und jetzt möchte ich das schnell zeigen. Schauen wir doch mal diese Entlarvung an. Ich möchte ein paar Artikel zeigen, die von Facebook als Fake News angezeigt werden. Man muss das so sehen, ihr habt es vielleicht schon erlebt, ihr wollt etwas schauen und dann ist es deleted. Xavier Naidoo, das wird einfach YouTube, sobald man die Mächtigen angreift mit Namen, sind sie weg vom Fenster. Das ist so eine Erfahrung. Und das Zweite, bei Facebook sind es ein bisschen andere Regeln, hat man mir erklärt. Aber eben korrektiv ist dann quasi, man muss es so sehen. Wir haben da Leute wie du und ich, die Sachen lesen und da gibt es korrektiv. Das ist der Papst des Publishing, die Publishing-Päpste und die verkünden dann die Wahrheit. Und ich möchte jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es mir sofort gelingt aus dem Stand, aber ich schlage jetzt vor, wir werden 2, 3 Beispiele vorlesen. Ich bin überzeugt, wir können das mit ein bisschen Intellekt durchschauen. Und meine Idee von meinem ganzen Kanal ist eigentlich die, dass ich ein bisschen zur medialen Mündigkeit beitragen will. Und das ist jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Also schauen wir uns noch einmal an. Rund um das, genau, gibt es viele falsche Behauptungen und so. Und jetzt, genau. Beim Tragen eines Mundschutzes atmet man zu viel CO2 ein. Bewertung größtenteils falsch. Auf einem 1000-fach auf Facebook geteilten Bild wird vor dem Tragen einer Maske gewarnt, da man angeblich zu viel CO2 einatme. Ich weiß nicht, was zu viel ist, aber für mich war es zu viel, subjektiv empfunden. Außerdem entstehe beim Tragen Feuchtigkeit in der Lunge, wodurch sich dort Keime vermehren könnten. Diese Behauptungen sind größtenteils falsch. Die Studie, die auf die sich bezieht, ist von 2005. Ah, die kenne ich, die habe ich ja gerade vorher erwähnt. Und beschäftigt sich mit 2 OP-Masken und Modellen und ist inzwischen überholt. Kann sein, wenn das so ist, hätte ich gerne eine Quelle, dass dieses Problem behoben ist. Aber keine Quellen sind für Korrektiv kein Problem. OP-Masken müssen in Deutschland zertifiziert sein, das war sicher schon 2005 so. Im Einsatz gegen die Corona-Pandemie sind noch 2 weitere Maskenarten, auch sie sind nicht gefährlich. Sie sollten nur korrekt benutzt werden, denn wird die Maske feucht, können sich im Mundbereich Bakterien vermehren. Mit Viren in der Lunge hat das allerdings nichts zu tun. Hier geht es zum vollständigen Faktencheck. Okay, müssen wir noch genau schauen. Ah, genau. Ah, das ist richtig, genau. Auch Infizierte, die zum Beispiel durch einen Unfall oder Suizid sterben, zählen als Covid-19-Todesfälle. Das ist schön. Das können Sie eben nicht leugnen, weil das eben so ist. Gut. Und jetzt kommt der nächste Versuch. Teilweise falsch. Der Lockdown der Regierung war unnötig und unwirksam, weil die Reproduktionszahl des Coronavirus schon zuvor auf 1 gesunken war und nicht weiter sank. Außerdem ist die Corona-Welle am Abklingen. Und da wird der Finanzwissenschaftler Stefan Homburg erwähnt, der auf YouTube ein Interview gegeben hat, bei der Welt, glaube ich, also beim Fernsehen. Er führt das auf die Reproduktionszahl zurück und jetzt zudem hat das Robert-Koch-Institut mit Zahlen zu möglichen Corona-Todesfällen Angst geschürt. Die Corona-Welle sei außerdem ganz Europa am Abklingen. Allein anhand des R-Wertes könne man jedoch keine Prognosen treffen, sagt das Robert-Koch-Institut. Und jetzt ist die Bewertung. Dann wird das gar nicht bewertet. Auch sonst greift die Argumentation für Steffen Homburg zu kurz. Ah, Entschuldigung, jetzt gehe ich das erst. Hier sagt er, allein anhand des R-Wertes könne man jedoch keine Prognosen treffen. Sagt das Robert-Koch-Institut. Jetzt schauen wir mal. Ja, gut. Also das ist ein bisschen ein Witz, weil er hat gesagt, der Lockdown war wirkungslos. Und es ist nicht so wichtig, dass man keine Prognosen treffen kann. Das wissen wir. Das Robert-Koch-Institut selbst ist unfähig, Prognosen zu treffen. Niemand kann Prognosen machen. Aber was man machen kann, zu sagen, der Lockdown war wertlos. Und das ist ja eigentlich die Kernthese davon.
wenn die wenn der Lockdown nicht funktioniert hat, weil die Reproduktionsrate vorhin schon gegen null, Reproduktionszahl schon auf null gegangen ist, dann, oder gegen unter 1 gefallen ist, dann ist das eigentlich die Kernaussage. Ich möchte euch nicht langweilen jetzt mit stundenlangem Debunking, der Debunking-Plattform Korrektiv, aber vielleicht in jeder Sendung ein, zwei so Beispiele könnten wir vielleicht anschauen. Jetzt muss ich noch schauen, ob ich noch was vorbereitet habe. Den Brief habe ich vorgelesen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal schnell schauen, was ihr gepostet habt. Wenn ihr was reinschreibt, kann ich darauf noch eingehen. Genau, Moment, schnell. Gut, wir haben zwei Füße. Schreibt niemand etwas. Und wenn, dann jetzt anfangen zu schreiben. Weil sonst war es das für heute. Also wie gesagt, heute ist ein guter Tag. Es wird langsam kippen. Ich bin auch mittlerweile immer optimistischer, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Die Leute, die Corona-Panik haben mit einem gewissen geistigen Niveau, also all diese Ärzte und diese Studenten und so, die in diesem Panikmodus sind, die werden immer einen Grund finden, ihre Position zu verteidigen und zu sagen, man hätte es nicht wissen können. Oder es sei eine Lotterie gewesen, wie bei Schweden und so weiter. Und Moment, bitte. Genau, ich möchte aber noch schnell etwas zeigen. Es fällt mir gerade noch etwas ein. Ich weiß nicht, ob ihr mit der logistischen Funktion vertraut seid. Ich nicht sehr. Ich war bei Mathe nicht schlecht, sogar eher gut, aber es ist zu lange her. Aber hier sieht man den typischen, diese logistische Kurve. Das ist ein absolut typischer Verlauf einer Epidemie. Oder man sieht hier einen ganz langsamen Anstieg, zum Beispiel jetzt an Corona-Fällen. Das kann man aber auch auf ganz viele andere Dinge münzen. Zum Beispiel ein Startup hat so eine Kurve, oder zuerst 10, oder auch mein YouTube-Kanal hat so eine Kurve. Zunächst nur eine Neuanmeldung, dann 5, dann 10 pro Tag. Oder mein Video Bundesrat ins Gefängnis, das jetzt über 10.000 Views hat. Das ist auch so angegangen. Das gibt auch zuerst vielleicht so 200 Views, dann 800, dann 1000, dann 2000 und dann ist es wieder nach runtergegangen auf 1000. Jetzt verklingt es. Und natürlich könnte das wieder steigen, wenn es irgendwo, wenn jemand Einfluss hat, das Video teilt, vielleicht ihr, dann könnte ja dies wieder nach oben gehen. Aber grundsätzlich ist das der natürliche Verlauf diese logistische Funktion ist darum sehr wertvoll für ganz viele verschiedene Arten von Modellen. Und jetzt habe ich es zu groß gemacht, Entschuldigung, muss ich jetzt zurückgehen. Okay. Bin ich zu doof, um es zurückzumachen? Wenn ich klicken kann, dann klicke ich. Aber ihr habt es ja gesehen hier, es beginnt also langsam und steigt dann schnell an. Und bei Schweden ist es sehr interessant, im Moment hat es seit längerer Zeit konstant etwa 100 bis 120 Tote, die mit Corona sterben. Und das heißt mit anderen Worten, weil sie schon lange ziemlich identische Zahlen haben, kann man davon ausgehen, sie sind an diesem Ort hier. Oder? Wenn am Umfeld sich nichts geändert hat, wenn man keinen Lockdown macht oder keinen Lockdown löst und so weiter, wenn man die Bevölkerung einfach normal weiterleben lässt, also das natürliche Umfeld sich ist, dann ist das jetzt der logische Ablauf, dass es jetzt abklingen wird. Und zwar etwa gleich schnell, wie es gestartet hat. Und Schweden, wenn ihr die Statistik anschaut, die haben extrem unterschiedliche Zahlen. Manchmal haben sie nur 20 Tote, dann haben sie 180 Tote. Das ist darum, weil dort sehr zeitversetzt gemeldet wird. Also an Wochenenden hat es immer wenige Tote. Können wir schon schauen, wie es heute ist. Corona Deaths. Dann sieht man das. Heute ist ein Samstag, das würde dann eher wieder heißen, dass es wenige sind. Und das heißt dann nichts, man muss das schon wochenweise anschauen. Und manchmal ist nicht mal das genug. Also im Moment hat die Schweiz nur noch 10 Tote, also das Thema ist erledigt in der Schweiz. Schweden hat 40 Tote. Das ist relativ viel für das, dass eben am Samstag nur wenige gemeldet werden. Aber wir können eben davon ausgehen, dass wir uns jetzt eben in dieser Kurve befinden und das jetzt abwenden wird. Und es gibt einen riesen Unterschied. Oder? Schweden hat jetzt die Schweiz überholt mit den Todeszahlen, aber die Herdenimmunität bei Schweden ist viel, viel weiter fortgeschritten. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollte es bereits in wenigen Tagen, am 1. Mai oder so, was ist heute, in einer Woche, könnte bereits etwa 35-40% verseucht sein. Das heißt also, dass man davon ausgeht, dass schon in wenigen Wochen die Herdenimmunität da ist. Und dann können die Schweden raus.
Und die Schweiz und alle können Angst haben vor der zweiten Welle. Es kann sogar zur Folge haben, dass jetzt durch dieses Verlangsamen, wenn der Lockdown etwas genutzt hat, ich behaupte ja nein, die ETH-Studie hat das gezeigt, auch wenn jetzt die ETH-Studie neu interpretiert wird. Diesen Hoax kann ich euch auch mal zeigen. Die ETH hat selber ihre Studie neu grafisch aufbereitet, damit sie weniger dramatisch aussieht und die Illusion geweckt wird, dass der Shutdown doch etwas geholfen hat. Und ich kann es so schnell erzählen. Es war wirklich so, diese Kurve, die man da gezeigt hat, ich habe sie nicht präsent, da ging die Reproduktionszahl wirklich so runter, ich muss es vom Spiegelverkehr zeigen, so runter. Und da war der Shutdown. Ich wusste sozusagen, wie ich es kann. Und dann war der Shutdown und dann ging die Kurve praktisch horizontal weiter. Oder? Und jetzt hat die ETH gesagt, ja, sie hätten keine Freude gehabt, der Shutdown war wirkungslos oder der Shutdown hat nicht mehr viel gewirkt. Und sie hatten eine neue Grafik veröffentlicht und jetzt sieht man ja die ersten Maßnahmen des das große Konzert und so verboten worden, Fußballmatch und so. Dann kamen diese einzelnen Etappen und dann hieß es plötzlich Full Lockdown. Und der Full Lockdown war plötzlich mitten in der Kurve, wo es runterging. Also plötzlich merkt man, jetzt ist die Kurve plötzlich woanders. Und wir haben gedacht, wie kann das sein? Wieso ist er an einem anderen Ort? Wisst ihr, was der Trick war? Sie haben irgendein Element genommen, das später dazu kam, irgendein Hennenfurz, und sie haben dann einfach der Teil von den Schulschließungen und der Firmenschließungen, der Lädenschließungen und Restaurantschließungen, haben sie nicht mehr als Full Lockdown bezeichnet. Dabei ist ja völlig klar, dass unter Lockdown damit gemeint ist, das, was den wirtschaftlichen Schaden anrichtet, also das Schließen der Firmen, der Restaurants und so weiter, das ist ja der Shutdown. Und nicht, wenn nachher noch irgendetwas dazu erfunden wurde. Ich konnte nicht mal herausfinden, was die Differenz war, was angeblich nach den Firmenschließungen noch kam. Vielleicht kam noch irgendeine Reduktion von irgendwelchen Dingen. Und die ETH selber, die hat auch Geldnehmer ist des Bundes und des Kantons, die auch das Bundesratsnarrativ verfechten. Ich arbeite nicht mit Verschwörungstheorien, aber ich weiß, wie der Mensch funktioniert. Wem Geld ich nehme, das, wie heißt es so schön? Wem Geld ich nehme? Wes Geld ich nehme? Ja, wes Geld ich nehme, das Lied ich sing. Ja, und das ist einfach nur allzu menschlich. So wie das Robert-Koch-Institut zur Bundesregierung positiv eingestellt ist, ist es halt die ETH dann wahrscheinlich auch. Aber selbst wenn nicht, auch wenn das ein ehrlicher Fehler war und Sie meinen, diese grafische Aufbereitung sei wertvoller, ich möchte dieser Tanja Stadler nichts unterstellen. Dr. Tanja Stadler, das ist ja sicher eine kluge Frau. Und ich gehe aber davon aus, dass wenn man so eine Grafik publiziert, da wusste man ja um den Sprengstoff dieser Grafik. Und man hätte diese nicht publiziert, wenn sie nicht gefunden hätten, dass es Hand und Fuß hat. Und dieses nachträgliche Abändern, dieses künstliche Verzögern des angeblichen Total Lockdowns, das ist für mich ein Taschenspielertrick, den man zum Glück durchschauen kann, weil die ganze Studie ja öffentlich zugänglich ist, kann man sich das anschauen. Ich habe es gemacht. Trotz beschränkten wissenschaftlichen Fähigkeiten habe ich das durchschaut. Ihr könnt mich gerne, wenn ich falsch liege, gerne korrigieren und ich werde in der nächsten Sendung das offen ansprechen. Aber ich habe das so gesehen. So. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den zwei wichtigsten Themen des Tages. Und jetzt habe ich den Computer geschlossen, sollte ich nicht machen, wegen dem Synchronisieren. Es gibt zwei Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Übrigens, ich bekomme morgen Besuch. Ein Paar, glaube ich, wird mich besuchen. Namen werden keine genannt, natürlich. Wahrscheinlich morgen Nachmittag. Also es hat noch zwei Spots frei. Und wem es wert ist, 100 Franken zu riskieren, kann ja trotzdem noch kommen. Dann müssen Sie halt, ich habe einen großen Garten. Da müssen Sie halt dann auf dem Gartensitzplatz Platz nehmen, oben oberhalb. Und dann werde ich dann hin und her changieren, damit wir immer nur zu fünf zusammensitzen. Dann wie auch immer, es hätte noch zwei Plätze frei, wenn ihr gerne bei mir vorbeischauen wollt. Es gibt Eistee, habe ich vergessen zu kaufen, aber es gibt Wasser, Süßes und genau. Wenn ihr was mitbringt, Süßes ist es okay, also flüssiges Süßes. Ich habe Zucker, Schokolade, Pommes, Pommeschips, Popcorn und all das andere, was das Leben lebenswert macht. Ich selber habe ja abgenommen. Ich bin nahe am Sixpack. Ich bin nahe dran, aber den zeige ich jetzt nicht. Aber ich habe lange daran gearbeitet, bei 52. Geburtstag, Ende Jahr, 27. Dezember. Da will ich zur Kompensation, zur ultimativen Traurigkeit, die dann in meinem Körperchen und meinem Geistchen wehen wird, werde ich dann eben wenigstens mit einem Sixpack aufwarten können und mich fühlen wie 20. Es gibt ja den Satz, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich habe aber gemerkt, das ist falsch.
Man ist so alt wie einem, wie sich, man ist so alt wie die anderen es dich fühlen lassen. Oder was nützt es mich, wenn ich mich wie 20 fühle, wenn mich alle Jungen wie ein Aussätzigen betrachten, wenn ich mit ihnen im Club abhänge. So, ein bisschen Smalltalk zum Schluss. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tragt eurer Familie Sorge, tragt euren Freunden Sorge, helft ihnen aus. Denkt dran, es sind finanziell schwierige Zeiten. Wenn ihr das Geld habt, jemandem zu helfen, dann tut es im Rahmen eurer Möglichkeiten. Es ist der richtige Moment. Und weil nur Zuspruch hilft gewissen Leuten nicht, da stehen wirklich Leute vor dem Ruin. Und was ich euch doch bitte, wenn der Shutdown sich jetzt öffnet, unterstützt die Kleinen. Weil Migros, Coop und so weiter, denen wird genug geholfen. Die helfen sich selber, der Bundesrat wird ihnen helfen, die haben auch die Luft dazu. Unterstützt die kleinen Läden, unterstützt die Fachgeschäfte. Ich verstehe, dass man ihm das Günstigste kaufen will. Ich tendiere manchmal selber in diese Richtung. Man will das, den besten Deal machen. Aber jetzt ist es einfach wichtig. Und auch wenn ihr das nicht macht, konsumiert viel. Helft mit, die Konsummaschinerie wieder anspringen zu lassen. Weil es wird sowieso nur langsam, klar, die ersten Tage nach Öffnung, da wird Sturm gelaufen werden. Aber das Geschäftsjahr ist für alle katastrophal. Wenn ihr ein Haus verkaufen möchtet oder eine Wohnung, kommt zu mir. Genau, dann könnte ich allfällige Verluste, die ich mit meiner Publizität vielleicht auch noch erfahren werde, bis jetzt zum Glück noch nicht oder nicht spürbar, ich habe es nicht gemerkt zumindest, kompensieren, weil ich verkaufe Wohnungen und Häuser im Hauptberuf. Ja, das war's für heute. Die wichtigste Nachricht zum Schluss. Denkt dran.